Die Entwickler von Arwave, die sagen, dass das Projekt der nächste hyperparallele Computer werden wird. Zum Verständnis für dich, ein hyperparalleler Computer ist ein Computersystem, das eben eine extrem hohe Anzahl von parallelen Rechenoperationen gleichzeitig ausführen kann. Und Arwave, das funktioniert derzeit noch als dezentrales Speichernetzwerk. Arwave ist aber hier nicht nur irgendein dezentrales Speichernetzwerk, nein, stell dir einfach mal vor, du könntest Daten so speichern, dass sie für immer erhalten bleiben. Und genau das ermöglicht Arwave durch sein einzigartiges speicherbasiertes Konsensparadigma, nämlich SCP. Und das ist eben perfekt für alles, was du nie wieder verlieren möchtest. Von natürlich rechtlichen Dokumenten bis hin zu diversen Forschungsarbeiten. Kommen wir in diesem Sinne zu AO. Und AO steht hier für Actor Orient Computer und ist im Grunde dieser Hochleistungsrechner, der auf Arwave aufbaut. Schauen wir einfach mal rein. Hier ziemlich unspektakulär, trotz des coolen Anfangs. Aber gucken wir einfach mal ins Cookbook. Im Großen und Ganzen, was ihn so besonders macht, ist, wie ich vorhin schon erwähnte, seine Fähigkeit, Rechenoperationen parallel durchzuführen. Und das bedeutet, dass AO unglaublich skalierbar ist. Viel mehr als herkömmliche Blockchain-Systeme. Und weil es noch zusätzlich eben auf Arwave basiert, profitiert es von dessen dauerhafter Datenspeicherung, was natürlich vertrauenswürdige Rechenverifizierung ermöglicht. Stell dir vor, du könntest in Smart Contracts eingebettete autonome Agenten und auch große Sprachmodelle haben. Und das ist schon ziemlich spannend, wie ich finde, und vor allem auch zukunftsorientiert. Die Einführung von AO auf Basis von Arwave könnte in Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die Blockchain-Technologie, aber auch darüber hinaus haben. Bedenke einfach die technologische Innovation dahinter. Die Kombination aus dauerhafter Datenspeicherung und hyperparalleler Rechenleistung könnte neue Anwendungsfälle ermöglichen, die bisherige Technologien nicht realisieren konnten. Und die innovativen Ansätze, die könnten dann natürlich das Interesse von Entwicklern, Unternehmen, aber auch natürlich den ganzen Investoren wecken, was zu einer breiten Akzeptanz und letztendlich Nutzung führen könnte. Und sollte die Technologie erfolgreich implementiert werden und natürlich auch eine breite Anwendung finden, dann könnte sich das auch alles positiv auf den Tokenpreis auswirken. Insgesamt ist das also alles eine spannende Entwicklung, die sich finanziell durchaus auszahlen könnte, aber dazu komme ich gleich noch. Was kommt überhaupt als nächstes? Was planen die? Also AO plant künftig Features wie automatisch ausführbare CRON-Nachrichten einzuführen, die bei bestimmten Auslösern dann Aktionen durchführen. Ähnlich wie automatisierte AI-Agenten, die aus ihren Ausführungen dann lernen und sich optimieren können. Wenn sie die dann noch eben in AI-Agenten umbenennen, dann finde ich, dass man mit sowas ganz gut Werbung machen kann in einem AI-getriebenen Markt. Könnte sich also eine Investition in den AR-Token lohnen? An der Stelle natürlich ist das keine Finanzberatung, mach immer deine eigenen Recherchen, aber ich denke, ja. Arwave hat hier erhebliches Potenzial, sowohl aus technischer als auch aus gesellschaftlicher Sicht. Die Einführung der AO-Umgebung könnte hier das Interesse und auch die Nutzung weiter steigern, was sich dann natürlich positiv auf den Preis auswirken dürfte. Ich denke, dass Arwave im aktuellen Bullenmarkt mindestens sein Allzeithoch erreichen wird. Die Kombination hier aus technischer Stärke, realer Anwendung und innovativen Ansätzen spricht einfach für eine positive Preisentwicklung, wie ich finde. Und natürlich auch eine langfristige Wertsteigerung des AR-Tokens. Es besteht aber die große Möglichkeit, dass der Token jetzt erstmal über den August hinweg noch weiter sinken wird. Der ganze Markt ist ja gerade in einem Downtrend und der August, der spricht ja nicht wirklich für hohe Preise. Dementsprechend schätze ich, dass es erst dann wieder ab September interessant werden könnte. Wenn du aber Interesse an einer Investition hast, dann könnte es hier wirklich sinnvoll sein, eher kleinere Beträge in diesem Abwärtstrend zu investieren. Diese Strategie, die nennt sich Cost Averaging oder eben Durchschnittskosteneffekt. Und der ermöglicht es dir einfach, zu einem günstigen Durchschnittspreis eben einzukaufen und dann eben davon zu profitieren, wenn der Markt später wieder anzieht. Ich glaube, dass wir vor dem größten Bullenmarkt der bisherigen Geschichte stehen. Sollte sich also die Marktbedingungen wieder verbessern, dann könnte Arwave hier erheblich an Wert gewinnen.
Ein zehnfaches Potenzial für so ein Projekt wie R-Wave muss doch locker drin sein. Aber, naja, in einem Markt wie diesem, wo sich die Leute gefühlt nur für Meme-Coins interessieren, ist das natürlich sehr schwer einzuschätzen. Deswegen bleibe ich mal bei einem realistischen 10-mal für das Projekt. Aber vergiss nicht, mach immer deine eigenen Recherchen, bevor du investierst. Das soll es jetzt aber von mir gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Wir hören uns ansonsten im nächsten Video. Mach's gut.